Hi und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Resümee nach einer Woche raus aus der Lustfalle Online-Kursprogramm. Bei mir ist jetzt Januar, die erste Woche des Januars ist vorbei und damit auch eine Woche des Online-Kurses. Und ich habe unglaublich tolle Teilnehmer wieder dabei, die unglaublich großartige Fortschritte machen, von denen ich mal wieder berichten muss. Denn der nächste Kurs startet Ende April. Vorher gibt es am 1. April nochmal wieder ein Esssucht-Webinar, wozu man sich anmelden kann für den Fall, dass man das Gefühl hat, okay, also nachdem ich erzählt habe, was ich erzählt habe, dass das auf einen zutrifft und man da mitmachen will oder man sich einfach mehr Info dazu beschaffen will, geht das unter www.silke-rosenbusch.de/esssucht. Da findet die Anmeldung zum Webinar statt, was am 1. April um 19 Uhr stattfinden wird. Aber ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Gegenwart, bei mir zur Gegenwart. Ich habe 8 Teilnehmer für diesen Kursdurchlauf gewonnen. Eine Person hat leider storniert. Das geht auch immer, obwohl ich es nicht gerne sehe, weil das bei mir, abgesehen davon, dass das Geld dann ausbleibt, auch nochmal extra Kosten macht. Daher ist es mir schon lieber, wenn man darüber nachdenkt. Aber grundsätzlich ist das möglich, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen halt auch wieder davon zurückzutreten. Also bleiben noch 7 wunderbare Teilnehmer. Und ich hatte auch dieses Mal wieder eine Typ-2-Diabetikerin dabei, die aber im Gegensatz zu meiner ersten Typ-2-Diabetikerin die deswegen nie beim Arzt war, weil sie Ärzten misstraut, eher auf alternativmedizinische Sachen setzt, auf Homöopathie setzt und solche Sachen, wo ich grundsätzlich überhaupt gar nichts von halte. Und sie wollte auf Teufel komm raus ihren Diabetes ohne Medikamente in den Griff kriegen und keine Medikamente einnehmen. Also bleibt für einen Diabetiker nur Ernährungsumstellung. Low Carb hat auf die Dauer nicht geklappt, Keto hat auch nicht geklappt. Also jetzt hier meine Raus aus der Lustfalle Challenge. Und obwohl sie nie beim Arzt war, hat sie ein Blutzuckermessgerät. Und das war ganz wunderbar, denn so konnten wir im Verlauf der ersten Woche dann auch die Blutzuckerwerte monitoren. Und ich habe sie gebeten, halt so eine Art Tagesprofil zu machen, mir aufzuschreiben, was sie isst und was sie nicht isst und wie viel, also beziehungsweise was sie isst und wie denn der Zuckerwert ist. Und wir hatten nachdem sie jetzt 2 Monate lang einfach alles gegessen hatte, ne, Weihnachtszeit und Corona und bla und diesen ganzen Scheiß, hatte sie einen nüchternen Blutzucker am ersten Tag der Challenge von 207, was viel zu hoch ist, wo man schon lange Insulin gespritzt hat, was eine totale Katastrophe ist, wo ich auch dachte, heilige Scheiße, im Sinne von vielleicht ist es alles schon zu schlimm. Im Sinne von, die Insulinresistenz ist vielleicht sehr ausgeprägt, sodass halt, wenn sie Kohlenhydrate isst, überhaupt gar nichts mehr in die Zellen geht. Vielleicht ist aber auch, wenn das schon so lange war, die Bauchspeicheldrüse ausgebrannt und kann kein Insulin mehr produzieren oder nicht mehr genug. Mir fehlte natürlich auch schlussendlich jegliche Diagnostik, die halt schon mal vorher von einem Arzt gelaufen ist oder sowas und Verlauf oder nichts. Aber wie gesagt, sie hatte dieses Blutzuckermessgerät und das Schöne daran war, dass wir dann den Blutzucker nüchtern im Laufe der ersten Woche, denn es ist erst eine Woche vergangen, runtergehen konnten. Sie startete mit 207 und ungefähr jeden Tag ging der Blutzucker um 10 Milligramm pro Deziliter runter, sodass sie mir dann am 8. Tag schrieb, der nüchterne Blutzucker war 121. So, da ist der Punkt, wo ich dann sage, yay, ich habe in einer Woche Typ 2 Diabetes geheilt. Denn wenn sie jetzt so zum Arzt gehen würde und ein ganz normales Blutbild macht und vielleicht sogar ein Check-up 35 und da mit einem nüchternen Zucker von 121 stünde, dann wäre dieser Arzt nicht in der Lage, einen Typ 2 Diabetes zu diagnostizieren. Nicht anhand der normalen Blutwerte. Er könnte jetzt hingehen und ein HbA1c gucken oder einen Glukoseintoleranztest machen oder weiß der Geier was. Aber so der Standard, dieses Standard-Screening, wo ein Typ-2-Diabetes ausfällt, der wäre dann weg. Und dann denke ich, krass, ich hab binnen einer Woche Typ-2-Diabetes geheilt. Was auch der Grund ist, warum Typ-2-Diabetes meine Lieblingskrankheit ist, weil die so super leicht zu heilen ist. Dennoch laufen 8 Millionen Deutsche damit rum und machen der Volkswirtschaft riesige Kosten.
und kriegen trotzdem in der Regel diese Folgeerkrankungen. Also Blutzucker per se geht sehr, sehr schnell. HbA1c, das ist der Langzeitblutzucker, wo man dann auch gucken kann, was der Patient vor 3 oder 4 Monaten vielleicht gemacht hat und ob er da zu viel Zucker gegessen hat. Wenn er nämlich sowas macht wie Sie jetzt, 7 Tage raus hast du Lust vor der Challenge, dann zum Arzt, damit dieser nicht Typ-2-Diabetes diagnostizieren kann. Wäre ja sehr clever. Da könnte der Arzt dann hingehen und sagen, okay, ich mache ein HbA1c, das ist der Langzeitblutzuckerwert. Und da würde man wahrscheinlich dann doch einen höher als normalen Wert sehen. Aber das spätere Sorge, erstmal raus aus der Lustfalle, weg von dem ganzen Zuckerzeugs, dem ganzen falschen Essen. Ne, sodass man dann auch in der Lage ist, eine diabetesfreundliche oder stoppende Ernährung aufrechtzuerhalten. Bei ihr kam dann auch noch erschwerend hinzu, dass sie eine Histaminintoleranz hat. Auch nicht offiziell ärztlich diagnostiziert, aber passiert halt. Hülsenfrüchte gehen gar nicht. Und ich finde Hülsenfrüchte so wahnsinnig wichtig halt im Rahmen der Raus hast du Lust vor der Challenge. Zum einen, weil da viel Eiweiß drin ist, was satt macht. Zum anderen, weil Hülsenfrüchte einen niedrigen glykämischen Index haben. Und so hatte ich ihr in den ersten paar Tagen dann halt geraten, weil auch ich bei so hohem Blutzucker dann dachte, so, Kacke, vielleicht nicht die Sachen essen mit dem hohen glykämischen Index, sondern eher was mit niedrigem, wie zum Beispiel Kichererbsen oder Linsen. Das vertrug sie dann aber nicht. Und so habe ich mir ein paar Tage echt Sorgen gemacht, dass ich dachte, na, wenn die Bauchspeicheldrüse jetzt kaputt ist und die Insulinresistenz so stark ausgeprägt ist und sie isst dann diese vollwertigen Kohlenhydrate, vielleicht geht das nicht gut, aber es ist gut gegangen. Es ist alles sehr gut gegangen. Wirklich, die Ursache für Insulinresistenz ist das Fett, nicht die vollwertigen Kohlenhydrate. Und wenn ich sage Fett, meine ich auch Fructose. Da habe ich diverse Videos drüber gedreht, wie Insulinresistenz entsteht, kann ich hier nochmal verlinken. Also, weil Fructose quasi für den Körper genauso ist wie Fett, weil Fructose nur über die Leber verstoffwechselt werden kann und die Leber kein besonders großes Organ ist. Und wenn die Leber feststellt, ich habe genug Zucker eingespeichert, dann macht die Leber aus Fructose immer Fett und dann ist Fructose eben auch Fett für die Insulinresistenz jedenfalls. Ja, die Teilnehmerin hat auch in der ersten Woche mit sich satt essen 3 Kilo verloren, was also ein wunderbares Ergebnis ist. Also so, ich war so richtig an dem Tag, wo sie mir gesagt hat, sie hat diesen Blutzucker von 121 morgens gehabt, war mein ganzer Tag gerettet. Also ich bin nur noch so auf Wolken durch den Tag gegangen, weil ich dachte, wie krass, ich kann in 7 Tagen Typ-2-Diabetes heilen. Wobei das natürlich nicht mein Werk ist, schlussendlich, sondern der Erfolg der Esssuchttherapie hängt vor allem an der Gruppe und an dem Austausch. Und das haben mir dann auch Teilnehmer gesagt, die schon mal alleine gechallenged haben. Auch eine Teilnehmerin habe ich dabei, die schon mal den Selbstlernkurs gekauft hat, aber dann auch sagte, ja, das ging auch im Selbstlernkurs super, aber irgendwie so richtig dranbleiben konnte ich dann nicht. Das, auch wenn man die Gruppe nicht eklatant braucht, ist es schon was anderes zu wissen, einfach zu wissen, da sind andere Leute, denen es genauso geht wie mir, die an denselben Sachen arbeiten wie ich, die dieselben Probleme haben wie ich. Das macht schon unglaublich viel aus. Und so haben dann auch alle anderen Teilnehmer irgendwie festgestellt, Mensch, diese Gruppe ist fantastisch. Und ich habe das schon mehrfach erzählt, dass in der Regel sind esssüchtige Leute, die sich selbst sehr, sehr stark zurücknehmen zugunsten von anderen Leuten oder Tieren oder Causes, also Anliegen, die ihnen wichtig sind. Also sie wollen alles retten, kümmern sich aber nicht um sich selbst. Wenn man nur Leute, die so sind, kombiniert in einer Gruppe, dann kriegen die endlich auch mal was. Und das ist für die so angenehm, dass die sich so wohlfühlen. Und ich denke dann auch, Mensch, das ist so eine besondere Gruppe, weil diese Menschen so besonders sind, weil da endlich es mal ausgewogen ist, dass man gibt und bekommt. Und nicht nur, dass man die ganze Zeit gibt, 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 sich auspowert, leer ist und dann die innere Leere füllen muss mit was zu essen. Das war natürlich dann jetzt in dem Fall auch meine erfolgreichste Teilnehmerin, denn wie das immer so ist, es nehmen nicht nur Übergewichtige an dem Raus aus der Lustfalle Programm teil, sondern es gibt unglaublich viele Normalgewichtige, die ein Problem mit Essen haben.
weil sie vielleicht eine Essstörung entwickelt haben, weil sie sehr lange Kalorien gezählt haben, weil sie nicht mehr wissen, wann sie hungrig sind und wann sie satt sind und weil sie einfach nur merken, okay, dadurch, dass mein Essen nicht mehr funktioniert, passiert es immer dann, wenn ich was Hochkalorisches esse, dass ich die Kontrolle verliere. Und das passiert speziell immer in Situationen, die irgendwie belastend sind. Und so ergibt es sich dann, dass wir die ersten 1, 2, 3 Tage in erster Linie übers Essen reden und dann kommt der innere Kram raus. Und dann wird es für mich immer erst richtig spannend, wenn die Erkenntnisse kommen. Die Erkenntnis zum Beispiel, das bin echt nicht ich, die willenlos ist, sondern es ist das Essen, was mich so macht. Oder Kacke, ich esse, weil ich nicht in der Lage bin, mich abzugrenzen oder mich besser um mich zu kümmern, weil ich den ganzen Tag Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht machen will. Und dann fangen die Leute an, sich erstmal anders zu sehen, sich positiver zu sehen, sich mehr wertzuschätzen auch und dann das anzugehen, was ja eigentlich dafür da ist, dass wir Belohnung empfinden, nämlich ein sinnvolles Leben führen, wenn wir irgendwie können. Also sinnvoll kann total banal sein und ist es eigentlich auch. Denn das Belohnungssystem ist ja von der Natur nur geschaffen worden, damit wir überleben. Ne? Überleben tun wir in der Regel, aber wir wollen halt auch immer noch vorankommen irgendwie ein bisschen und kriegen dann auch Belohnung. Vorankommen wir dann, wenn wir uns fortpflanzen, wir kommen voran, wenn wir was lernen, wir kommen voran, wenn wir was lehren, wir kommen voran, wenn wir eine Gemeinschaft sind, denn dann sind wir sicher, dann ist unser Leben gesichert. Also wir sind schon auch einfach sehr sozial. Und dass das wiederhergestellt wird, der eigentliche Sinn fürs Leben, des Lebens, der einem aber einfach nicht klar ist, wenn man sich seit Jahren oder Jahrzehnten davon distanziert hat und immer, wenn man in dem Moment selber keine Belohnung bekommen hat durch die Tätigkeiten gegessen hat, dann hat man keinen Bezug mehr dazu. Und sobald man diese Nahrung weglässt, die da was vorstellt, kommt das wieder langsam. Und dann wird es richtig, wenn die Gespräche richtig schön, es geht nicht mehr nur um Essen, sondern es geht wirklich um Gott und die Welt und das Leben. Und dann fängt so richtig schön Gruppentherapie an, wo eigentlich ich nichts mehr machen muss, sondern die Teilnehmer sich gegenseitig erzählen und sich verstehen, weil sie ja alle gleich sind, weil sie alle so sind, dass sie sich selbst zu wenig geben und anderen zu viel. Aber manche Leute sind auf dem Weg schon weiter, haben Erfahrungen gemacht, haben Tipps, was man stattdessen machen könnte, wie man sich abgrenzen kann, wie man für sich selbst einsteht und so. Und dann wird alles so richtig, richtig gut. Klar, es gibt immer mal wieder Rückschläge im Leben und auch mit dem Essen. Aber das ist Übung, 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 Übung. Das Einzige, was da wichtig ist, ist quasi dran zu bleiben. So, das war die erste Woche. Ich bin mal wieder total begeistert. Ich vergesse zwischen den einzelnen Durchlaufen, vergesse ich immer, wie großartig dieses Programm ist. Und wenn ich es dann höre, dann kann ich kaum glauben, dass es auf meinem Mist gewachsen ist. Also, ich habe noch nie erlebt, dass ein Arzt in 7 Tagen Typ-2-Diabetes heilt, außer im True North, der Fastenklinik in Kalifornien, wo ich war, wo die Leute halt aufhören zu essen. Ne? Die essen dann nur noch Wasser. Und dann ist ein Blutzuckerwert, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Wir messen auch, glaube ich, nicht immer, ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder ich habe es nicht so auf dem Schirm. Also vielleicht ist dann der Blutzuckerwert noch schneller, nüchtern, noch tiefer als bei meinem Programm. Aber es ist wirklich Bombe. Es ist echt großartig. Ja, also Typ-2-Diabetiker, wenn ihr eure Ernährung nicht umstellen könnt, guckt euch mein Webinar an. www.silke-rosenbusch.de/esssucht. Das ist kostenlos, findet wieder statt am 1. April. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das die Hauptursache ist, dass es so schwerfällt, eine Ernährung umzustellen. Und dass man dann halt Medikamente nehmen muss, die dann Nebenwirkungen haben, die man dann lieber wieder nicht nehmen möchte. Und dann hat man trotzdem diese scheiß Folgenerkrankungen von Typ-2-Diabetes, ne, dass die Extremitäten amputiert werden müssen, dass die Nieren kaputt gehen, man an die Dialyse muss und dass man blind wird. Und das ist komplett scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße. Und alles nur, weil unser Essen, unser Drogenessen uns verarscht und uns dann auch noch glauben macht, es sei unsere Schuld, wir seien so schwach.
Dabei ist das nicht so. Es verarscht uns. Die Industrie, die es herstellt, verarscht uns und das Essen an sich verarscht uns. Jetzt habe ich genug erzählt. Nächste und übernächste Woche kommt halt auch wieder nochmal ein Video vom Verlauf der Teilnehmer. Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft und kann es nur jedem empfehlen, der ein Problem mit Essen hat oder mit Zivilisationskrankheiten. Das war's. Ich sage ciao, schönes Wochenende, eure Silke.